Mauern. Und von daher möchte ich jetzt, dass ihr mal euch so richtig ins Zeug legt, ein gebührenden Applaus für die Fraktionsvorsitzenden Udo Passaus. Freut mich außerordentlich, dass ich heute hier mit einem so großen Bahnhof begrüßt werde. Umso mehr, als dass ich ganz genau weiß, dass ja alle, die uns hier beim Begrüßungskomitee erwartet haben, sehr gute, tolerante Demokraten sind und dass immer die Meinung des anderen respektiert wird. So, wie sieht das ja auf ihren Wahlplakaten und Zetteln immer propagieren. Was sie hier abziehen, ist der billige Versuch, die real existierenden Lebensverhältnisse in dieser Bundesrepublik Deutschland mit eurem Geschrei und mit ihrer Propaganda ganz einfach zu übertönen. Sie sind Opfer einer Propaganda, die von dem BRD-System in Form der Systemparteien mit Milliardenetats jede Legislatur auf die Wählerschaft abregnet. Und es ist doch ganz natürlich, dass Sie als Deutsche sich gegeneinander organisieren müssen, weil Sie so programmiert worden sind. Die Gewerkschafter treten an gegen die Unternehmer, der Vermieter an gegen den Mieter und umgekehrt und die Schüler treten an gegen die Lehrerschaft. So wird dann die Balance dieses verbrecherischen kapitalistischen Systems, das sich Demokratie nennt, aufrechterhalten. Aber, meine lieben Landsleute, das lässt sich nur temporär aufrechterhalten. Denn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen dieser Wahnsinn der Ausplünderung der deutschen Bevölkerung abläuft, diese Bilanz lässt sich nicht auf Dauer fälschen. Mathematik, Buchhaltung ist jeder Ideologie abhold. Das Ergebnis dieser Euro-Währung ist deutlich abzulesen. Schon längst herrscht Finanzkrieg in Europa. Die südlichen europäischen Staaten hat man gezielt überverschuldet. Sie sind handlungsunfähig geworden. Das heißt, abhängig von Finanztransfers weniger noch zahlungsfähiger Länder wie Deutschland, die Niederlande und Dänemark. Bisher wurde von der ehemaligen SED oder FDJ-Tante, die heute Bundeskanzlerin spielt, immer nur unterschrieben, dass die Deutschen zahlen werden. Aber, meine sehr verehrten Landsleute, die Zeit läuft ab, wo man nur mit Tinte beschwichtigen kann. Der Zahltag ist nahe. Und wenn der Zahltag nahe ist, dann werden auch Sie merken, dass die Neokommunisten, ehemaligen PDS-Ganoven, genauso wenig an der Verarmung des deutschen Volkes ändern kann, wie das die CDU und erst recht nicht die FDP oder die sogenannten Sozialdemokraten können. Diese Parteien sind Erfüllungsgehilfen des internationalen Bankenkartells. Und sie sagen es ja auch ganz deutlich, indem sie hinaus posaunen, dass die Ultima Ratio sei, die systemrelevanten Banken lebendig zu halten. Also jene Institutionen, die dafür sorgen, dass die Souveränität der Völker in Europa nur noch auf dem Papier steht. Und da hilft ihr Zaunkönig-Gezwitscher wenig, diese Wahrheiten unwahr zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren hier in Hannover, der Mob,
Das asoziale Gesindel scheint sich hier unter diesen roten Fahnen zusammenzurotten, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass ihr System am Ende ist, dass nicht nur die Weltrevolution eines Marx und Engels gescheitert ist, sondern dass auch die Weltrevolution des internationalen Kapitals als ergänzendes Element der Völkerunterdrückung seinem Ende entgegentaumelt. Und mag man uns heute auch verteufeln und mag man auf uns schimpfen, eins können wir als Nationalisten uns nicht vorwerfen, wenn es soweit ist, dass in Deutschland gar nichts mehr geht, nämlich Versäumnisreue. Die Versäumnisreue, die muss ich vorwerfen. Die Gewerkschaft, die muss ich vorwerfen. Der gesamte Plebs, der sich auch hier versammelt hat und versucht, die Wahrheiten ganz einfach zu ignorieren. Die Reduzierung der Kritik der nationalen Bewegungen in ganz Europa auf Nazis zieht am Ende nicht mehr. Die Karten in Zentraleuropa werden politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, ökonomisch und monetär neu geordnet werden müssen. Das ist naturgesetzlich. Und es ist auch naturgesetzlich, dass die Völker Europas sich ebenso wenig unterdrücken lassen von einem bolschewistischen System à la Sowjetunion wie von einem zentral gelenkten Bankensystem an Wall Street oder London, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich subsumiere, Sie sind nichts anderes als die Glaköre einer volksfeindlichen, zentral organisierten Revolution gegen das eigene Volk. Wir Nationalisten wollen keine EU. Wir Nationalisten wollen keine Einheitswährung, weil Einheitswährung Unterdrückung bedeutet, weil man die fleißigen und die intelligenten Völker in Haftung nimmt für jene, die weniger fleißig oder weniger intelligent sind. Wir sind selbstverständlich für ein Europa, aber die EU ist kein Europakonzept, sondern ein Europakonzept ist das Konzept eines Europas der Völker und nicht ein Europa der EU, der Technokraten und der Bankbosse. Und wenn wir das so sehen, haben wir ein Recht, das so zu formulieren und auf die Straße zu tragen, wie wir die Sache sehen. Und wenn Sie anderer Meinung sind, dann gestehen wir Ihnen selbstverständlich diese andere Meinung so lange zu, bis wir die Macht legitim durch Wahlen erlangt haben und dann eine Politik durchsetzen, die eine Politik für das deutsche Volk in Deutschland wieder möglich macht. Eine Politik, die in hoher Achtung auch vor den Lebensrechten der anderen Völker nicht nur in Europa gestaltet wird. Die deutsche Militärmaschinerie ist schon längst zum Söldnerheer verkommen. Ich selbst habe in den Streitkräften zur Zeit des Kalten Krieges freiwillig gedient gegen die Rote Brut, die seinerzeit versuchte, im Rahmen des sogenannten NATO-Doppelbeschlusses, den dann die NATO aufstellte, Europa atomar an die Wand zu rüsten. Heute werden die Völker Europas an die Wand gerüstet von Banken und Großkonzernen. Wo ist denn der Aufschrei der Linken? Wo ist denn die aktive Kampfbereitschaft der Linken gegen dieses Unrecht, gegen die Völker Europas?
Sie wollen doch längst schon mitschwimmen. Und Sie reden einer Gewinnmaximierungstheorie, eines Wirtschaftssystems, eines Kenianismus das Wort, das es einem friert. Sie sind nicht anderes als vorgeschickte Vasallen des zentralkapitalistischen Systems der Vereinigten Staaten von Amerika. Finanziert mit Stasi-Geld, heute unterstützt durch Gelder dieses BRD-Systems und morgen wahrscheinlich die Speerspitze einer volksunterdrückenden Diktatur in ganz Europa. Aber, meine lieben Zuhörer, Gustav, diese Schlacht ist noch nicht erschlagen um die Zukunft der Völker Europas. Um uns herum ist nationalistischer Widerstand nicht nur in Ungarn, nicht nur in den Niederlanden, nicht nur in der Ostmark Österreich, nicht nur in Italien und Spanien, sondern auch in den kleineren europäischen Ländern. Die Länder und Völker Europas sind gezwungen in ein System, das sie nie wollten. Die Deutschen sind gezwungen und vergewaltigt in ein System, das sie nie wollten. Niemals hat man den Deutschen gefragt, willst du die Euro-Währung? Niemals hat man eine Volksabstimmung zugelassen, ob man in Afghanistan einmarschieren solle als Söldnertruppe für israelische Interessen, für Rohstoffe und strategische Spielchen. Das Ganze stützen Sie, indem Sie sich gegeneinander stellen. Das Ganze stützen die Gewerkschafter, indem sie den Arbeitern vorgaukeln, sie könnten dafür sorgen, dass gerechter Lohn für gerechte Arbeit bezahlt wird. Die Tatsachen bezeugen etwas ganz anderes, dass jeder Dritte in dieser niedergehenden Republik zu Billiglöhnen seine Arbeit leisten muss. Das ist eine Tatsache. Die Tatsache Nummer zwei ist, dass immer weniger unter den Schirm dieser heuchlerischen Gewerkschaften mit ihrer verbrecherischen Ideologie schlüpfen, sondern mit ihnen nichts mehr zu tun haben will. Die Tatsache Nummer drei ist, dass die Arbeitslosenstatistik historisch gesehen schon in den letzten 10 Jahren immer dreister gefälscht wird. Die Tatsache Nummer vier ist, dass alle Parteien soziale Gerechtigkeit auf ihre Plakate pinseln, von sozialer Gleichheit faseln und in der Realität die deutsche Jugend verraten. Ob Facharbeiter, Student, ob ausgebildeter Jurist oder ob Ingenieur, die Zukunft der deutschen Jugend wird einen ähnlichen Weg nehmen wie die Zukunft der spanischen Jugend, die heute mit 58% arbeitslos unglücklich auf der Straße liegt und in der ganzen Welt nach Arbeit nachfragt, zu schlechtesten Bedingungen. Das ist eure Wahrheit. Das ist das Kapitel eurer Politik der letzten 25 Jahre. Und wenn Sie sich nicht aufrütteln lassen von einem Nationalisten, von einer nationaldemokratischen Partei Deutschlands, den Schritt zu wagen, zunächst einmal überhaupt nachzuprüfen, was wir zu sagen haben, dann sind die Verhältnisse so, dass ihnen ganz einfach nicht mehr zu helfen ist. Auf den vorgeschriebenen Bahnen zieht die Menge durch die Flur. Den entrollten Lügenfahnen folgen alle Schafnatur. Ihr seid Politschafe. Ihr seid in der Wolle rot, grün, schwarz gefärbte Dummköpfe. Und es macht mir unglaubliches Vergnügen, euch euren Spiegel vorzuhalten.
festzuhalten. Stellen Sie sich vor, unsere nationaldemokratische Bewegung würde nicht auf ein so verrücktes Echo stoßen wie heute hier in Hannover. Dann hätten wir Zeit für Bürgergespräche, dann hätten wir Zeit für Diskussionen, für Rede und Gegenrede. Wir hätten Zeit, eine, ich möchte mal sagen, wissenschaftlichere Herangehensweise zu pflegen, wenn es um wirtschaftspolitische Themen geht. These, Antithese, Synthese. Ihr seid die Leute der These. Und diese These ist eine Lügenthese. Und ihr habt Angst davor, dass wir eure Thesen durch die Antithese auf den Prüfstand stellen. Aber glauben Sie mir, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Landsleute, euer Krug ist schon zerbrochen. Lange wird man euch nicht mehr gestatten, das Lügenwässerchen aus dem Brunnen dieser BRD zu schöpfen. Er wird euch in den Händen zerbröseln. Und dann mag es harte Zeiten geben, aber das letzte Bataillon in ganz Europa, das wird der freie Wille der Völker sein. Und dann werden die Karten, wie ich sagte, neu verteilt. Und ich bin ganz sicher, in der Bundesrepublik Deutschland, wenn sie dann noch so heißt, wenn das Volk dann diesen Begriff überhaupt noch akzeptiert für einen Betrugsstaat, dann wird der Weg freigemacht für ein identitäres, freies Gestalten der deutschen, wieder europäischen Zukunft. Es lebe das deutsche Vaterland, es lebe ein freies, ein europäisches, freies Volk der Völker in Frankreich, Italien, in Griechenland und sonst wo in Europa. Im verteidigungspolitischen Bereich zum Abschluss noch eins. Die Bundeswehr ist offiziell nicht mehr im Auftrag, unser Vaterland zu schützen. Die Bundeswehr ist hundertprozentig gekadert durch eine Militärdoktrine der Amerikaner, nämlich eine Reserve-Einsatztruppe für amerikanisch-israelische Interessen zu sein. Und kein anderer hat das so deutlich formuliert wie die Bundeskanzlerin selber, als sie sagte, dass der Bestand des israelischen Staates deutsche Staatsräson sei. Und dort drüben habe ich eine israelische Fahne gesehen und die hält sich jetzt gerade hier bei den Sozialdemokraten auf. Und auch diesen Israel-Fanatikern möchte ich sagen, die Zionisten in Israel missbrauchen den Friedenswillen des eigenen jüdischen Volkes. Die Tatsache, dass die Besiedlung jetzt nun auch mehr der gemeinsamen Hauptstadt wieder weitergeht und die gesamte mehr oder weniger schon als Sperrgebiet ausgewiesene, mit Baustopp belegte, ausgewiesene Fläche von den Zionisten eiskalt mit Baugenehmigungen weiter zu israelischem Staatsgebiet gemacht werden soll, ist das Öl ins Feuer gießen. Sie sprechen von arabischem Frühling und verbreiten dort Mord und Totschlag. Sie sprechen von Freiheit der Völker und meinen damit ihre verschobene Vorstellung eines internationalen Kapitalismus, der die Völker geradezu unterdrückt und in Zukunft auch nicht mehr frei und identitär leben lassen will. Wir Nationalisten sagen, dass die Völker sich frei entwickeln sollen und müssen, weil die Völker frei geschaffen wurden. Insofern gehen Sie getrost nach Hause und berichten Sie von diesem aufregenden Nachmittag hier in Hannover, den Sie so nicht erleben hätten können, wenn es uns nicht gäbe. Ich versichere Ihnen, euer Verbotsgeschrei wird ein hoher Krepierer. Und wir werden uns jedes Jahr zu den unterschiedlichsten Themen
auch hier in der Landeshauptstadt mit unseren Thesen, mit unseren Wünschen und mit unseren subjektiv auch empfundenen Wahrheiten zu Wort melden. Wir erwarten sehr freudig dann die Gegenrede, also die Anti- oder die Gegenthese unserer Positionen. Und dann werden wir sehen, was die Praxis am Ende für eine Entscheidung erzwingt. Die praktischen Lebensverhältnisse werden Ihnen in Zukunft keine Chance mehr lassen, eure Lügenpolitik und euren Selbsthass freien Lauf zu lassen. Liebe Bürger und Bürgerinnen hier in Hannover, liebe Landsleute und auch die Ausländer, die sich hier zahlreich in Hannover meist auf Hartz-IV-Tickets, meist auf Hartz-IV-Tickets aufhalten. Gehen Sie bitte dahin, wo Sie hingehören, in Ihre Völker und helfen Sie doch, die Situation zu verbessern. Und wir in Deutschland sind aufgerufen, unsere Situation zu bessern. Und das können wir nur tun, wenn wir uns selbst